Dieses und letztes Wochenende habe ich insgesamt 10 Gottesdienste gefeiert. Das ist eine ganze Menge. In jedem dieser Gottesdienste habe ich Segensworte gesprochen. Am Ende, klar, der Segen für alle, aber in den verschiedenen Gottesdiensten auch persönlichen Segen für die Menschen, die da waren. Im Taufgottesdienst wird das Kind gesegnet, die Eltern, Paten und Patinnen, im Konfirmationsgottesdienst die Jugendlichen, an der Schwelle zum Erwachsenwerden, so wie Sie es selber genannt haben, das ist der gleiche Segen. Schutz und Schirm in allem Argen, Stärke und Hilfe zu allem Guten. In den Schulanfangsgottesdiensten haben die Eltern persönlich ihre Kinder gesegnet. Gottes Segen für deinen Weg als Schulkind. Und heute feiern wir Trauung. Zwei Menschen sagen Ja zueinander und bekommen den Segen für ihren gemeinsamen Lebensweg. Ja, und am Freitag war Beerdigung und auch da gibt es einen Segen, den letzten Segen auf dem Lebensweg. Gott segne deinen Ausgang und deinen Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Segen ist mehr als das Sichtbare, mehr als die sichtbare Realität. So hat es jemand in einem Traugespräch erklärt und ich fand diese Erklärung so einfach und richtig gut. Segen ist mehr als das Sichtbare. Wir legen die Hände auf den Kopf oder ich strecke die Hände aus und wir können spüren, Gott ist da mit seiner Kraft. Also, wo auch immer, an welcher Stelle eures Lebensweges ihr im Moment seid, Gottes Segen für euch. Gott segne dich und behüte dich. Amen.